Ja, ein herzliches Willkommen zum nächsten Projekt Heavy Metal Fakt 2. Ein Spiel, was ich früher nur als Demo-Version gespielt habe. Daher bin ich mal gespannt, wie das... Oder? Habe ich es irgendwann mal durchgespielt? Ich weiß gar nicht. Also an die Demo kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. An die Vollversion tatsächlich nicht mehr. Und netterweise wurde mir das ja inklusive Figur von Strangey zur Verfügung gestellt, das Spiel. Passt halt ganz gut im Anschluss jetzt zu Bayonetta. Eine ähnliche Thematik, in Anführungsstrichen. Neues Spiel. Okay. Eingestellt ist, glaube ich, soweit alles. Die Laden und spischt Video, die Credits. Was ist schon fertig? Ja, mehr oder weniger. Von daher, ich hoffe mal, es läuft alles einigermaßen. Muss jetzt auch leider mit OBS aufnehmen, weil sonst alles andere nicht funktioniert. Aber zumindest das scheint es einigermaßen zu gehen. Ich bin mal gespannt. Neues Spiel. Neues Spiel. Okay, Madame Julie, wir schauen uns doch mal an, was du hier zu bieten hast. Das Spiel ist übrigens Nachfolger zu den Kinofilmen Heavy Metal Fact 2000. Bei dem, weil, also den Heavy Metal Fact von aus den 80er Jahren, den habe ich mindestens ein oder zwei Mal gesehen, aber ist auch schon ewig her. Bei Heavy Metal Fact 2000 weiß ich tatsächlich gerade gar nicht, ob ich den mir mal irgendwann angeschaut habe. Aber ja, von daher, falls ihr den noch nicht, oder die beiden Filme nicht gesehen habt, wäre es vielleicht auch zu empfehlen. Keine Ahnung, inwiefern das Spiel im Endeffekt darauf aufbaut. So, neues jetzt aber Spiel. Genug gelabert, starten wir mal rein. Neues Spiel. Einst tobte ein großer Krieg unter den Sternen. Eine bösartige Macht wurde frei und nahm die Gestalt eines schrecklichen Tyrannen namens Tyleiter. In seinem Wahnsinn vernichtete er eine ganze Welt, bis eine aus der Asche aufstand, um ihm zu trotzen. Ihr Name war Xuxu, und als alle Schlachten geschlagen waren, trug sie allein den Sieg davon. 30 Jahre sind seither vergangen. Julie und die Überlebenden des Krieges haben sich in der Kolonie Eden eine neue Existenz aufgebaut. Als die Siedler sich in ihrer neuen Welt einrichteten, machten sie eine wunderbare Entdeckung. Das Wasser Edens ist der Anfang und das Ende allen Lebens. Keiner der Kolonisten ist in den letzten 30 Jahren gealtert. Nun schützen sie ihre Welt mit einem Energieschutzschild und dem Fact-Tutan-System im Orbit. Der Schutzschild hält Angreifer auf Distanz, während das Tarnsystem etwaigen Feinden einen unwirklichen toten Planeten vortäuscht. Die Kolonisten fühlen sich also sicher im paradiesischen Leben. Doch das Universum ist voll von Pseudogöttern. Und menschliche Technik allein kann den Lauf des Schicksals nicht aufhalten. Julie! Julie! Guten Morgen! Carrie, du sollst dich doch schonen. Ach was, mir geht's blendend. Und ich musste mir einfach den Himmel ansehen. Nach allem, was heute Morgen passiert ist. Was war denn?
Ein Asteroid hat den Schild getroffen. Hast du es nicht gehört? Nein. Ich glaube, ich bin heute ein bisschen neben mir. Ach komm, ist doch ein traumhafter Tag. Mein Baby spürt das auch. Es tritt um sich wie ein Creeper. Ich glaube, ich leg mich wieder hin. Wenn du Jermaine siehst, sag ihm, er soll mir was zu essen mitbringen. Sein Baby hat Hunger. Ich werde deinem Gatten sagen, er soll machen, dass er nach Hause kommt. Dann mal los. Okay, ja, wie gesagt, also an den Anfang konnte ich mich tatsächlich noch ein bisschen erinnern, als ich es mal durchprobiert hatte. Dunkel. Im Moment haben wir doch noch keine Bewaffnung hier, das wird sich aber demnächst, glaube ich, ändern. So, okay, wer bist du denn? Guten Tag, Julie. Hallo, Balthasar. Der Morgentau tut den Nova-Lilien gut. Ja, sie wachsen sehr schön. Ja, wenn diese Schklicks nicht alles auffressen würden, was ich anpflanze. Komm her, du Kleines. Halt doch mal still. Hab ich dich. Bloß gut, dass sich die Dinger so leicht einfangen lassen. Und sie lassen sich anscheinend auch gut werfen. Ja, das ist der Vorteil. Tja, viel Glück noch. Bis dann, Balthasar. Wir sehen uns, Julie. Ja, ja, bis dann. So, probieren wir das doch mal aus. Und wir schleichen uns mal das Viech hier ran. Jetzt hat sie mich halt gesehen. Zu drehen. Ja, das mit dem Aufnehmen geht, glaube ich, nicht. Ja, komm, komm. Okay. Die lassen sich erstmal noch nicht schnappen. Na gut, dann vielleicht später. Da glaube ich eindeutig zu langsam für. Okay. Da wird's hier mal noch ein bisschen um. So, als würde es da eventuell weitergehen. Klettern wir doch mal hier hoch. Ah, genau, das können wir da auf jeden Fall schon mal hin. Gerade nicht mitnehmen. Ja, also ich glaube, die Plattforming-Sessions werden auch ein wenig unangenehm werden. Da die Steuerung jetzt nicht sonderlich genau ist. So. Kommen wir denn, warte mal, da vielleicht irgendwie hoch? Also erstmal zu. Wird, glaube ich, schwer gearbeitet, gemacht. Genau, und hier können wir, glaube ich, unsere Wasservorräte auffüllen. Geht das? Doch nicht. Das ist falsch, nicht, oder es geht vielleicht wirklich erst später. Du noch was zu erzählen? Willst du den ganzen Tag zu Hause rumsitzen? Mal gucken. Wäre vielleicht ja schon mal ein Anfang. Das ist auch zu. So, guck mal, da haben wir doch noch ein bisschen was Kulliges. Geht sogar rein. Cool. So. Kann ich die Dinger verschieben eigentlich? Es geht.
Okay, dann kletter ich mal hier hoch. Ich denke, von daher aus kommen wir dann auch hier auf den... Ich glaube, das war Lebensenergie. Das richtig im Kopf habe. Plattforming gedöns. Das hat wunderbar funktioniert, zum Glück kriegen wir jetzt kaum Schaden dadurch. Ich sollte oben vielleicht mal abspeichern. Zum Glück hat das Spiel ja Quick Save und Quick Load Funktion. So, hepp. Komm. Jetzt komme ich nämlich noch nicht mal mehr hier hoch. So, geht doch. Bevor ich da jetzt gleich mal weiter mich umschaue. Okay. Ja, tatsächlich, das ist Heilung. Interessant, woran man sich hier noch alles erinnert. Okay. Speichern wir mal. Ja, also das ist halt... Lässt sich alles nicht so gut steuern. Wenn ich normal springe, bringt das auch nichts. Okay, mit Anlauf geht's. Sogar mal, was die Dinger so genau bringen. Dann mal ab nach unten mit dir. Stimmt, rumschwingen konnten wir hier auch mit E lässt los. Okay, alles klar. Ist an die Steuerung gewöhnt, aber es wird zu langsam. Gut, ich glaube, mehr gab es hier nicht an Secrets, was ich so noch im Kopf habe. Dann schauen wir doch mal rein. Zu. Irgendwie ist es hier aber auch nicht so angenehm gelöst mit dem Hochklettern. Okay, was gibt's hier? Noch so eine Pulle? Da sollten wir jetzt auch nicht großartig rumspielen. Ah, da geht noch was kaputt. Ah, dann kommen wir auch hier raus. Okay, ich hätte mir den ganzen Spaß also sparen können. Ja, du? Blöde Viecher. Okay, hier wird es dann wohl weitergehen, schätze ich mal. Guten Morgen, Julie. Na, ein bisschen Training gefällig? Allzeit bereit. Okay, dann los. Hallo, Julie. Na, wieder mal trainieren? Um das Training zu beginnen, stell dich in das blinkende Feld. Wenn du doch nicht trainieren willst, drück einfach den Schalter an der Tür da. Okay, dann trainieren wir doch mal ein bisschen. Führt das eigentlich hin? Scheinbar nirgends. Links oben auf dem Bildschirm siehst du deine Health- und Wasserreserve. Rot zeigt deinen Gesundheitsstatus. Mit diesen Objekten kannst du deine Gesundheit wiederherstellen. Hm? Blau zeigt deine Wasserreserve an. Mit Wasserampullen füllst du deine Reserven auf. Wasser ist in vieler Hinsicht hilfreich. Erstens schützt es dich, wenn du angegriffen wirst. Je höher deine Wasserreserve, desto besser der Schutz.
Zweitens, Elektro- und Feuerschwert brauchen eine gewisse Menge Wasser, um zu funktionieren. Eine hohe Wasserreserve ist also wichtig, wenn du dein Arsenal voll ausschöpfen willst. Schließlich, bei voller Wasserreserve steigt dein Energielevel und du kannst schneller laufen und weiter springen. Rechts oben auf dem Bildschirm siehst du deine Waffenstatusanzeige. Die meisten Waffen kannst du in beide Hände nehmen. Linker und rechter Kreis stehen also für deine linke und deine rechte Hand. Die linke Anzeige zeigt die Munition, die du insgesamt noch für die gerade aktive Waffe hast. Die rechte Anzeige zeigt, wie viel Munition im aktiven Magazin der Waffe ist. Wird Munition in ein Magazin eingelegt, bleibt sie dort, bis das Magazin benutzt wird. Für einige Waffen braucht man beide Hände. Wenn du eine solche Waffe aktivierst, sieht die Waffenstatusanzeige so aus. Da die meisten beidhändigen Waffen zwei Feuermodi haben, stehen die linke und die rechte Anzeige für den jeweiligen Feuermodus. Direkt unter der Waffenstatusanzeige befindet sich das Inventar. Das Inventar hat 6 Kategorien, jede erreichbar durch ihre eigene Zahlentaste. Taste 1, Schwerter. Taste 2, Schleudern und Schilde. Taste 3, leichte Waffen. Taste 4, Sprengsätze. Taste 5, schwere Waffen. Und Taste 6, hilfreiche Objekte. Um eine Waffe zu aktivieren, drück eine Zahlentaste, bis die gewünschte Waffe selektiert ist. Und dann die linke oder rechte Feuertaste, um die Waffe in die betreffende Hand zu nehmen. Einige Waffen kann man nur in eine bestimmte Hand nehmen. Lässt eine Waffe sich nicht aktivieren, versuch sie in die andere Hand zu nehmen. Hol dir jetzt diese Schleuder. Okay. Hallo Schleuder. Um die Schleuder zu aktivieren, drück die 2, bis sie markiert ist. Dann die linke oder rechte Feuertaste, um sie zu aktivieren. Um fortzufahren, stell dich nun bitte in das blinkende Feld. Ah, ich erinnere mich. Ich glaube, das war auch nicht so. Um mit der Schleuder zu schießen, halte eine der Feuertasten gedrückt und lass los, wenn du dein Ziel im Visier hast. Je länger du die Taste gedrückt hältst, desto weiter fliegt das Projektil. Die Standardschleuder hat unbegrenzt Munition und dient hauptsächlich dazu, Objekte zu treffen, die eigentlich außer Reichweite sind. Schieß nun alle der folgenden Ziele mit der Schleuder ab. Ist klar. Okay, geht aber tatsächlich besser, als ich gedacht habe. Da sie ja glücklicherweise mehr oder weniger den Mittelpunkt oder mit dem Kopf Mittelpunkt ist. Gut gemacht. Mit der Schleuder lassen sich auch kleine Kreaturen betäuben. Ah, okay. Triff diesen Schlieg. Geh dann zu ihm hin und heb ihn hoch, indem du die Taste für Benutzen drückst. So ging das. So, kommen Sie mal her. Geh mit dem Schlieg zu dem Käfig hinüber und drück eine der Feuertasten, um ihn hineinzuwerfen. Gute Nacht. Sehr gut. Stell dich jetzt in das blinkende Feld. Du lernst nun, wie du Kreaturen mit der Schleuder dirigierst. Hm? So, das blinkende Feld. Oft kann man mit der Schleuder die Aufmerksamkeit einer Kreatur wecken. Versuch, den Schlieg mit der Schleuder auf das blinkende Feld zu locken. Guck mal. Ah ja. Ausgezeichnet. Und jetzt wollen wir die Feuerkraft etwas erhöhen. Juhu. Die Pistole zählt zu den leichten Waffen und kann wie alle Waffen dieser Kategorie sowohl in die rechte als auch in die linke Hand genommen werden. Um sie zu aktivieren, drückst du die Taste 3, bis die Pistole markiert ist und dann die linke oder die rechte Feuertaste. Schießen wir zunächst alle Ziele mit der Pistole ab. So, warte mal. Zack, jetzt aber. Hat halt auch netterweise Auto-Aim. Von daher, keine Ahnung, muss ich mal gucken, ob ich überhaupt vielleicht einen Controller spiele oder so. Aber ich glaube, das ist tatsächlich noch mal ein bisschen stressiger.
Du lädst automatisch nach, von daher sollte das ja passen. Und zufrieden? Nein, das war eins. Sorry. Nun hol dir diesen thermischen Sprengsatz. Jetzt wird's lustig. Du aktivierst einen Sprengsatz, indem du die 4 drückst, dann die linke oder rechte Feuertaste. Die Sprengsätze an sich haben keine hohe Sprengkraft. Setzt man sie aber neben bestimmte Objekte, sieht die Sache gleich anders aus. Setze einen Sprengsatz neben jeden dieser Asteroiden und du siehst, was ich meine. Okay. Yay. Sprengen wir ein paar Asteroiden weg. Wunderbar. Jetzt zu den Nahkampfwaffen. Hol dir zunächst dein Schwert. Okay, gerne. Hallo, Schwertchen. Um dein Schwert zu aktivieren, drück die Taste 1. Dann die rechte Feuertaste, um es in die rechte Hand zu nehmen. Einhändige Schwerter kannst du ausschließlich in die rechte Hand nehmen. Auf diese Weise hast du die linke für viele andere Waffen frei. Beweg dich und schwing dein Schwert eine Weile, um dich damit vertraut zu machen. Gut, und jetzt lernen wir etwas über Schwertkombos. Achte auf das Hologramm. Du startest eine Kombo, indem du die rechte Feuertaste gedrückt hältst, bis du einen Schwertstreich ausgeführt hast. Dann, während des zweiten Schwertstreichs, die linke Feuertaste drücken und gedrückt halten. Du musst die linke gedrückt halten, bis die Kombo abgeschlossen ist. Okay. Sehr gut. Und gleich nochmal, damit das auch wirklich sitzt. Gut so. Und jetzt nehmen wir noch einen Schild dazu. Oh ja. Um den Schild zu aktivieren, drück die 2, bis der Schild markiert ist. Und dann die linke Feuertaste. Schilde können nur links getragen werden. Jetzt nochmal das gleiche wie vorher. Halte die rechte Feuertaste gedrückt bis zum zweiten Schwertstreich. Und halte dann die linke Taste gedrückt. Perfekt. Und gleich nochmal zur Übung. Jede Waffe, die du während einer Kombo mit einem einhändigen Schwert in deiner linken hältst, wird eine andere Kombo-Attacke ausführen. Teste verschiedene Waffen mit der linken Hand, um dein Potenzial auszuloten. Um Waffen wegzustecken, drück die entsprechende Taste. Drückst du sie wieder, werden die letzten Waffen wieder aktiv. Und jetzt lernst du, wie du dich mit dem Schild verteidigst. Um deinen Schild einzusetzen, halte die linke Feuertaste gedrückt. Dieses Gerät schießt gleich giftige Pfeile auf dich. Lenke so viele wie möglich mit deinem Schild ab. Ja gut, ich soll, glaube ich, nicht so viel ausweichen, sondern... War's das oder kommt noch? Ja? Zum Abschluss hol dir diese Health-Fiole. Um eine Health-Fiole aus deinem Inventar zu benutzen, drücke die 6, bis die Fiole markiert ist. Und dann eine der Feuertasten. So, wir haben uns aber nicht großartig wehgetan. Damit ist das Waffentraining beendet. Wir kommen jetzt zum Hindernisparcours. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt wohin? Da, okay. Alles klar. Stufen, Kanten oder Hindernisse, die keinen Sprung erfordern, wirst du automatisch erklimmen. Um eine Kante oder ein Objekt zu erklimmen, geh einfach auf das betreffende Objekt zu. Wenn du deine Arme brauchst, um etwas zu erklettern, musst du vorher deine Waffen wegstecken. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Wenn du langsam auf eine Kante zugehst, fällst du nicht hinunter. Springe jetzt über diese Vertiefungen. So, es reicht halt gerade so. Na,
Ah, okay, da nicht. Da brauchen wir dann Anlauf. Hey. Um eine Kante zu greifen, laufe und springe auf sie zu. Du greifst sie dann automatisch. Drücke noch einmal vorwärts, um dich hochzuziehen. Jupp, das klappt doch wunderbärchen hier. Um hier weiterzukommen, spring nach oben und häng dich an die blinkende Kante. Mit den Tasten für Seitwärtsbewegungen kannst du dich nach rechts oder links hangeln. Das klappt ja auch schon mal ganz gut. Beachte, durch Bewegen der Maus kannst du sehen, wohin du dich bewegst. Durch Betätigen der Rückwärtstaste lässt du die Kante los. Alles klar. Duck dich, um unter dieses Hindernis zu kommen. Das ist eine sehr schöne Kameraperspektive hier. So, cool. Dann dazu. Ja. Oder war das jetzt zu schnell? Auch geduckt kannst du dich in jede Richtung bewegen. Mit den Tasten für Seitwärtsbewegungen kannst du dich abrollen. War ein bisschen zu schnell. Ja, cool. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, hier schauen wir dann das nächste Mal weiter rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der ersten Folge. Ich bin mal gespannt, wie das hier noch läuft und was das alles wird. Und mal schauen, was wir noch alles hier erleben werden mit Frau Strain. Bis dahin, macht's gut, Dankeschön und ciao, ciao.